Herzlich willkommen zum SGM Award, der New Talents Award 2019, den SGM dieses Jahr bereits zum zweiten Mal verleiht, in Kooperation mit High-End Systems und Capture. Mein Name ist Markus Wilmsmann von Mothergrid und wir haben drei Finalisten hier. Die Auswahl ist der Jury nicht leicht gefallen, die Vorauswahl zu treffen, aber letztendlich haben drei junge Leute das Rennen gemacht. Niklas Weber, Max Schmalenberger und Martin Tasch, die jetzt schon aufgeregt hinten stehen und auf ihren Einsatz warten, um hier ihre Show für das große Finale zu präsentieren. Bevor es jetzt aber losgeht, möchten wir als kleinen Appetizer noch kurz die SGM-Demo-Show abfahren, in der das neue Beast präsentiert wird, die Chris Muriel von SGM erstellt hat. Und ich würde sagen, fahren wir die Show ab und machen dann gleich weiter. Bis gleich. So, das war die Demo-Show von SGM zur Präsentation des neuen Beast. Und neben mir steht jetzt Michael Herweg, Geschäftsführer von SGM Deutschland. Ja. Guten Morgen. Und wir wollen noch kurz, bevor es mit dem Finale dann endlich losgekurst ist, Handwerkszeug präsentieren. Michael, was habt ihr den drei Finalisten denn alles ins Rick gehängt? Ja, wir haben versucht, die aktuellen, also die neuesten Produkte und die aktuellen Produkte ins Rick zu hängen. Fängt ganz oben an mit Q10 als Floodlight. Dann haben wir dann dazwischen haben wir P6 hängen in der Mitte, die hier mehr so als Blinder funktionieren, beziehungsweise auch pixelmäßig angesteuert werden von oder angesteuert werden können von Finalisten. Genau dazwischen hängen dann G7 Spot, unsere aktuelle Midrange Spotlampe, sieht man jetzt hier vorne auch. Und dann als Highlight, also unten noch P10, hier vorne und da unten, und dann als Highlight ganz aktuell G7 Beast, den wir gerade in der Show schon gesehen haben, und da oben VPLs, die auch in dem Showrig hängen. Mal sehen, ob die Finalisten die verwenden und wie sie die verwenden. Werden wir mal sehen. Und dann wird es jetzt auch schon Zeit, die drei Finalisten vorzustellen. Ich würde euch mal kurz zu mir bitten.
Da kommen sie. Ja, das sind die drei jungen Männer, die es geschafft haben aus einer illustren Runde von Einsendungen. Und ich fange mal an. Du bist? Ich bin der Niklas Weber. Ja. Niklas Weber. Hallo, wie lange beschäftigst du dich schon mit Licht? Ja, ich habe in der Schule schon angefangen. Da war ich in der Technik AG. Und jetzt mache ich aktuell meine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ja, seit circa 5 Jahren ungefähr mit der Schulzeit eingerechnet. Genau. Also schon eine ganze Weile, kein ganz junger Frischling mehr. Weiter geht's mit Max Schmalenberger. Komm ein bisschen rüber ins Licht, Jungs. Max, wie lange treibst du dich schon ans Pult? Ja, mit 16 irgendwann gemerkt, Veranstaltungstechnik ist ja eigentlich ganz interessant. Und seitdem hat sich das eigentlich kontinuierlich ausgebaut. Immer noch mehr oder weniger voll dabei und auch immer noch Spaß an der Sache. Okay. Und der dritte im Bunde, Martin Tasch, auch an dich die Frage. Wie lange sitzt du schon hinter den Knöpfen und Reglern? Seit 3 Jahren etwa. Also ich habe vor 3 Jahren meine Ausbildung angefangen und dann relativ schnell, also zum Veranstaltungstechniker und dann relativ schnell gemerkt, dass Licht das ist, was mir am meisten Spaß macht und dann regelmäßig am Pult gestanden. Ja. Okay, gut, ja, jetzt haben wir auch Pulte für euch vorbereitet. Anfangen wird der Niklas Weber gleich und du kannst dann im Prinzip schon mal losgehen und dich bereit machen. Und wir sind nach einer kurzen Pause 10 Sekunden zurück, um auch die Jury noch kurz vorzustellen. Dann bis in wenigen Augenblicken. Die Jury aufgereiht. Jerry Appelt, guten Tag. Moin, moin. Und bist du auch ein bisschen aufgeregt jetzt? Entspannt. Ich muss ja nichts machen, ich darf es mir nur anschauen. So, was sagst du, die Qualität der Einsendungen dieses Jahr? Sind die Kids auch dieses Jahr all right? Ja, auf jeden Fall, grundsätzlich. Es hat mehr so einen, wie soll man sagen, die Bandbreite war enger. Also ich fand es im letzten Jahr war die Varietät die größer, aber auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, muss ich sagen. Wir sind gespannt. And then next to me, Sarah Clausen, responsible for the High-End Systems Brand Range. Hi, Sarah. Hi. You're the first time in the jury. What was your what impressions did you get from the entrances to the award? Yeah, very good quality. Lots of interesting and different kinds of designs, so it was quite interesting to see the submissions at the beginning. Was it hard to make a decision for 3 of them? I was actually on vacation, so I didn't have to make a decision for the first phase here. So a colleague of mine took that over for me. So I'm very interested to see what comes out of today. Also Sarah hat gleich mal das abgegeben an den Kollegen, weil sie im Urlaub war und der hat die Entscheidung gefällt. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Dann haben wir hier Tom Becker von der Referenz. Hallo Tom, guten Tag. Hallo Markus. Auch an dich die Frage, im Vergleich zum letzten Jahr, was sind deine Eindrücke? Ich fand, dass die Einsendungen noch mal besser geworden sind. Also ich fand, das war schon alles ein sehr hohes Niveau diesmal. Die lagen näher beieinander. Also letztes Mal fand ich, waren sie stärker auseinander. Jetzt sind sie näher beieinander. Wie der Jerry gesagt hat, sie sind sich auch ähnlicher geworden. Das kann man schade finden, kann man auch sagen, das ist jetzt das Level von heute, kann ich nicht so beurteilen. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es nicht einfach, die Entscheidung. Und bin sehr gespannt, wer jetzt dann der Beste wird oder gewinnt. Ja, da sind wir alle sehr gespannt. Auch Lars Wernlund von Capture. Hi Lars. Hallo. All the 3 finalists worked with your software Capture to visualize the show in advance, I heard. Yes, indeed. It's quite important for such a competition to have a software to pre-visualize your design. So I look very much forward to seeing how they've made use of it and what we get to see here live in the showroom. It's going to be very exciting. We'll see. Und Michael, dich kennen wir ja schon. Wie wurde das denn eigentlich, wie läuft das denn jetzt eigentlich ab? Die, drücken die hier die Show live oder wurde da ein Timecode mitgebracht? Yes. Wie genau läuft es denn ab? Wir haben den 3 Finalisten, nachdem die feststanden, haben wir einen Song geschickt, den wir editiert haben und eine Capture-Visualisierung dazu. Und dann konnten die halt ihre Programmierung vorbereiten. Die sind dann vorgestern hier angereist, haben das nochmal alles gecheckt, nochmal mit auf den Timecode gematcht. Noch ein paar letzte Korrekturen gemacht, aber nicht allzu viel. Ja, und das ist das, was wir gleich sehen werden. Okay. Und jetzt wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Niklas ist bereit. Okay, kann losgehen. Und dann würde ich sagen, fahren wir die erste Show ab von Niklas Weber.
Ja, das war der Beitrag des ersten Finalisten von Niklas Weber. Vielen Dank. Ja, und die Jury hat aufmerksam natürlich die Show betrachtet. Und ich würde gerne mal ein erstes kleines Stimmungsbild einholen. Sarah, your impression, what do you think, could he keep up with the quality of his first video? Hard for me to say. now we have it. But I thought it was very good. It was very good. Yes, tightly programmed. Ja, Jerry, es war ja sehr schnell. So vor 10 Jahren hätte man da auch mit den Möglichkeiten, die man damals gehabt hätte, schon so schnelle Bewegungen realisieren können und so die ganzen Cues in der Musik auch mitverfolgen mit dem Licht. Ja, mit mehr Zeitaufwand. Klar, natürlich physikalische Grenzen der Lampen waren da noch andere. Ich glaube, dass mit den modernen Programmierhilfen das einfach etwas schneller auch auf den Punkt zu bekommen ist. Aber war sehr, sehr schön nah an der Musik. Insofern hat es mir auch ganz gut gefallen. Deswegen mache ich mir auch gerade schon Notizen, damit ich nachher nicht in Tüdel komme. Okay, sehr gut. Ja, und ich würde sagen, wir machen dann gleich weiter. Martin Tasch ist der Nächste. Ist Martin Tasch denn schon bereit? Frage nach hinten. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fahren wir gleich die zweite Show ab. Martin Tasch, Show ab bitte. Das war Show Nummer 2 von Finalist Martin Tasch. Vielen Dank, Martin. Und Tom, was sagst du? Ich bin ein bisschen geblendet. Also das war ja jetzt sehr viel Blending mit drin. Aber mir hat es natürlich gut gefallen. Also die Musik fand ich schon gut umgesetzt, muss man sagen.
Aber ich will mich noch nicht festlegen. Bin mal gespannt, wie der dritte wird. Nein, natürlich. Wir haben ja auch noch Max Schmalenberger, der in den Startlöchern steht. Lars, what's your impression after the first two videos? I think I'm still digesting it a little bit, but they are all very intense acts, I suppose, with a lot of action in it, and but it's a very diverse combination of looks. Yeah, still working on my conclusions here. Ja, also Lars sieht viel Kraft, viel Abwechslungsreichtum in den Looks. Und ja, jetzt sind wir nur noch gespannt auf den dritten Finalisten, Max Schmalenberger, der jetzt schon am Pult bereitsteht. Das geht ja rasend schnell da hinten und dann wollen wir nicht länger warten und fahren die dritte Show ab. Max Schmalenberger, bitteschön. Finalist Nummer 3, Max Schmalenberger, vielen Dank auch. Das waren jetzt schon die drei Finalshows, die jetzt um den ersten, zweiten und dritten Platz konkurrieren. Die Jury wird sich jetzt zur Beratung zurückziehen. Und währenddessen unterhalten wir uns noch mit Thorsten Sattler dort vorne an der Bühne, der uns noch ein paar Details verraten wird zum neuen Scheinwerfer von SGM, dem Beast. Und das ist nicht etwa so ein Rock'n'Roll-Dame, wie man sie ja so kennt. Es ist ja eine Abkürzung, Thorsten. Hallo erstmal. Hallo, grüß dich. Hallo Markus.
Ja, es ist in der Tat eine Abkürzung. Du sprichst den Produktnamen an. Beast ist im Nachhinein entstanden. Man hat das eben eigentlich ganz schön auch in den Shows gesehen. Entgegen der ursprünglichen Idee, einfach einen outdoorfähigen Beam zu machen, kam so ein Multi-Effekt-Scheinwerfer raus, der einen Beam und einen Strobe inne hat, und die ersten Buchstaben zusammengesetzt ergeben dann einfach das Beast. Ja, so ist das entstanden. Ja, und jetzt mal ein paar Tech-Specs. Was erwartet denn den geneigten Anwender, wenn er das Beast dann zum ersten Mal im Rig hängen hat? Ja, also beim Beast haben wir nicht den klassischen Beam, der ja eher aufgebaut ist wie ein Moving Light von der optischen Basis her. Wir haben einen sehr großen Reflektor. Wir kommen mit dem Licht sozusagen durch das Zentrum des Reflektors, gehen in einen Kollimator und strahlen wieder zurück in den Reflektor. Also man kann das, wenn man in den Beam reinguckt, also hier sehen wir es eigentlich gerade auch hinter uns, da sieht man das ganz schön, der große Reflektor, der verursacht natürlich diesen extrem breiten Beam, den wir dann auch noch aufzoomen können. Wir nehmen das gleich mal raus aus dieser ganzheitlichen Showprogrammierung und gucken uns mal ein paar Details an, wie das so aufgebaut ist und was die Lampe so tut. Bitte, los geht's. Prima, alles klar. Dann startest du mit den Q1 bitte. Chris? Ah ja, jetzt geht's los. Okay. Also, da haben wir jetzt das ganz normale Beamlight. Das war das Konzept, das war unser Start. Und da haben wir dann einfach gesagt, wir brauchen mehr als diesen Beam, auch wenn der an sich natürlich seinen Job als Beam als solches erfüllt. Wollten wir mehr Abwechslungsreichtum in diese Lampe mit einbringen. Dementsprechend haben wir ein paar Dinge reingebaut, wie jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, durch Verfahren des Kollimators einen Zoom-Effekt zu erzielen. Das ist nicht der klassische Zoom, weil das technisch einfach anders funktioniert. Aber wir haben eben die Möglichkeit, diesen Parallelbeam, diesen 0-Grad-Beam aufzuziehen bis auf maximal 34 Grad. Und das ist dann die volle Öffnung. Und in dem Modus erzeugen wir dann einen Tunnel. Also wir gehen weg von dem gefüllten Beam zu so einer Art Laser-Effekt. Also zu einem Tunnel, der dann natürlich im Nebel auch nochmal einen tollen Effekt erzielt. Ja, selbstverständlich, da wir ja mit LED arbeiten, sowohl für den Beam wie auch für diese zweite Engine, für den Strobe, können wir beide Engines auch stroben lassen, Effekte draufpacken, um da halt eben auch nochmal ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Das ist der Beam an sich, und dann haben wir eben vorne drauf nochmal eine LED-Engine, die trotz dessen, dass sie vielleicht ein bisschen größer ist als ein Tennisball vom Durchmesser, doch amtliche 50.000 Lumen rausschiebt. Haben wir da halt eben auch nochmal eine Menge mehr Effektmöglichkeiten in Sachen Strobe, in Sachen Pixeleffekten. Also wir haben hier eine Aufteilung in vier kleine Teilsegmente, die wir getrennt ansteuern können, alles in 16-Bit anfahren können, und damit habe ich natürlich nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Wir haben dann eben auch die Möglichkeit, mit der Effekt-Engine, mit der LED-Engine vom Beam selbst zu spielen. Die besteht aus drei Segmenten, und dabei entsteht dann auch so ein Versatz im Beam, wenn man die Segmente einzeln anfährt, weil man ja aus unterschiedlichen Winkeln in den Reflektor geht. Ja, da haben wir jetzt nochmal einen Effekt, da kommen die 16-Bit zum Tragen, weil wir so einen Halogen-Flow über die vordere Engine laufen lassen können, halt eben einfach ein softes Ansteigen und ein softes Abfallen in der anderen Richtung wiederum. Ja, das Ganze kann man natürlich kombinieren, man kann im Wechsel den Beam, das Strobe immer hin und her schalten. Wir haben das vorhin auch schön in der Startshow und auch in den Shows der Finalisten gesehen. Auch im Wechsel entstehen da spannende Effekte. Wir haben die Möglichkeit, mit Farben zu spielen, sowohl mit Vollfarben wie auch mit Farben, die entweder nebeneinander liegen oder tatsächlich drehbare Split-Color-Lösungen sind. Dazu gibt es dann Effekte, die man noch drüber legen kann. Kann man sich am einfachsten vielleicht als Gobo vorstellen, auch wenn es ein bisschen anders funktioniert, aber das gibt mir halt eben so einen dynamischen Effekt, so ein Wabern, was im Gegenlicht natürlich auch nochmal tolle Akzente setzt. Ja, jetzt hier im Hintergrund sehen wir dann auch eben nochmal die Kombination, ein grüner Beam, ein weißes Strobe, da hat man halt eben eine Menge mehr Spielmöglichkeiten, wenn man
das Ganze in der Kombination auch betreibt. Hier haben wir jetzt einfach zwei gemischte Farben oder beziehungsweise zwei aneinanderliegende Farben. Und wenn man da jetzt nochmal ein Gobo drüber legt, diesen Effekt drüber legt, dann erscheint das schon wieder als ein komplett neuer Effekt. Ja. Und da muss man einfach als Anwender dann ein bisschen kreativ sein und ein bisschen rauskitzeln, was mit der Lampe alles so zu machen ist. Ja, soweit zum Beast. Und ich sehe, das passt wunderbar. Die Jury ist auch schon zurück. Thorsten, vielen Dank. Wunderbar. Und dann sind wir gleich zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Und ich dürfte jetzt bitten, die Jury und die Finalisten zu mir zu treten, bitte. Okay, und da sind wir schon wieder. Michael, was hat die Jury? Hat kurz und ausgiebig getagt. Ihr habt keine Kampfspuren. Ja, kurz und intensiv. Wir haben eigentlich einen sehr klaren ersten Platz. Beim zweiten und dritten Platz gab es ein bisschen unterschiedliche Meinungen, weil es ist eine Frage der Gewichtung. Was ist oder welche Mängel möchtest du stärker in den Vordergrund spielen, welche künstlerischen Aspekte in den Vordergrund heben. Deswegen war es nicht so ganz einfach, aber wir haben am Ende doch, glaube ich, ein einstimmiges Urteil gefunden. Und wir haben als dritten Platz den Martin Tasch. Ein Applaus für Martin Tasch, bitte. Ja, dann als zweites hat sich der Max Schmallenberg hervorgetan. Und als logische Konsequenz, erster Platz, Niklas Weber, herzlichen Glückwunsch. Niklas Weber. Ja, es gibt ja auch ein paar Preise zu gewinnen, die wollen wir jetzt auch gleich verleihen. Richtig. Wo sind die Preise? Die Preise sind gerade nicht. Die Preise sind noch im Paketlieferwagen. Ja gut, wenn es jetzt nicht so... Für den ersten gibt es ein MacBook Air, eine Capture-Software und von ETC ein Hog-Paket, ein Software-Paket. Ich glaube, da kann man immer was mit anfangen. Und von meiner Sicht her oder von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Und das war toll dieses Jahr. Es war nochmal ein Step-Up vom Niveau her. Und wenn wir so weitermachen, macht einfach nur Spaß. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt nochmal die Siegershow an. Max, wenn du dich nochmal, Niklas, wenn du dich nochmal ans Pult begeben möchtest. Und dann schauen wir uns nochmal die Siegershow an. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nochmal vielen Dank zu sagen an die Jury. Jerry Appelt, Lars Wernlund, Sarah Clausen und Tom Becker, die sich hier die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um aus den zahlreichen Einsendungen die drei Finalisten herauszukristallisieren und die heute hier einzuladen. Und auch an euch nochmal vielen Dank, Martin Tasch und Max Schmallenberger, die Zweit- und Drittplatzierten. Die Geschenke, also die Preise kommen in Kürze. Und dann frage ich hinten, können wir die Show jetzt abfahren? Wunderbar. Dann der Sieger des SGM New Talent Award 2019, Niklas Weber, Show ab bitte.
Ja, das war die Siegershow von Niklas Weber, dem Erstplatzierten des 2019er SGM New Talents Award. Michael, wird es eine Fortsetzung geben nächstes Jahr? Garantiert. Also hat Spaß gemacht. Ich möchte mich bei allen Einsendern wirklich bedanken. Das Niveau war extrem hoch. Das war sehr gleichmäßig. Da ist wenig nach vorne, nach oben und nach unten ausgerissen. Wenn das so weitergeht, einfach nur toll. Gerne im nächsten Jahr wieder. Und ich kann nur allen Teilnehmern sagen, bewerbt euch wieder. Ihr habt alle Chancen, hier im Finale teilzunehmen. Wunderbar. Gut, das war der SGM New Talents Award 2019, den Niklas Weber für sich gewinnen konnte vor Max Schmalenberger und Martin Tasch auf dem zweiten und dritten Platz. Aber alle drei haben es immerhin ins Finale geschafft. Wir gratulieren auch nochmal allen dreien und sehen uns dann im nächsten Jahr zum SGM New Talents Award 2020. Bis dann. Tschüss.